Wenn er mir das sagt, dass wir das ausprobieren sollen, um nach E2 zu gehen, gehen wir natürlich nach E2, würde ich sagen. Hundi! Hallo? Le Kies. Ich stinke Kies. Und der ist nicht mehr gut. Der müffelt schon. Die Pflanzen sind halt auch nicht mehr die guten hier. Alle mit Blattläusen. Gestern glaube ich nicht so viel aus, ja. Er riecht das nicht mehr. Ah, Hundi hat Hunger. Ach nö. Na komm her. Genau drei auf einmal, so muss das sein. Geistert, du bist... Na, kommt her. Ey. Na, kommt her. Räumt man noch gerne dann auf. Hier, die Käse. Ich glaube, der Koch ist da. Boah, das stinkt aber auch.
Na hallo? Oh. Nein, 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 nein. Ach, ich weiß, wie man ihn macht. Komm, hau auf unseren Geisterfreund. Er lässt die Pfanne einfach nicht los. Ja doch, er lässt schon indirekt. Nein. Ja. Na. Hau ihn. Komm, hau ihn. Das klappt nicht. Lass ihn ein paar Zutaten zukommen. Ja, stimmt schon. Das mit dem Treffen ist dann halt so. Na. Jetzt. Das ist okay. Oh. Ja. So wollte ich das. Ja, hau nur drauf. Na jetzt aber. Na komm.
Ja, hau ihn! Na. Hier. Na, komm her. Jetzt aber. Fischis. Ganz viele Fischis. Was? Nein! Das war halt zu leicht. Das war zu einfach. Könnte das sein, dass der hier... Nö. Okay. Da kann ich gehen. Da ist auf jeden Fall Zeug drin, aber... aktuell haben wir gerade nichts, womit wir das Ding aufkriegen. Okay. Mit Truthahn kriegen wir den auf. Würde ich mal sagen, oder? Ja. Okay. Das kann man halt nicht schießen. Ist die Frage, wo ist die Maus denn? Da ist die Maus. Ich sehe sie schon, aber... Oh, Luigi, Luigi, du machst das. Okay. Du machst das nicht. Hey! Wir hatten doch gerade...
Frag dich wieder, wo ist denn die blöde Maus jetzt wieder hin? Ist nicht hier. So. Hm? Oh. Oh. Wir kommen. Mäuschen, wir kommen. Ey, schon wieder Plakate. Oder habe ich die übersehen? Kann auch sein, dass ich die übersehen habe. Aber ich war der Meinung, wir haben die alle weggenommen. Ja. Schade. Wow. Hätte ja klappen können. Ach nö. Das ist auch ein Goldbahn oben. Sieh jetzt erst. Ey! Ah, jetzt. Und ist wieder noch der andere. Der ist doch hier. Ich hab dich. Oh, 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 wir haben noch... Nö, den Köpfen haben wir nicht mehr. Ich weiß zwar, was wir machen müssen, aber wir haben den Kürbis nicht mehr. So, wir haben ja auch einen Pömpel. Jetzt kommen wir eigentlich, dass wir den Kürbis brauchen. So. Das scheinen wir schon. Ja, Doggy. Ich weiß, was du willst, aber ich... Problem ist nur... Ah.
Ah. Oh. Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Ich habe das anders gedacht. Ja. Wir haben das große Geld gefunden, aber wirklich das große Geld. Natürlich hinter einem Schrank. Natürlich müssten wir hier nochmal raufschießen, aber aktuell, ja, ohne Kürbis oder irgendwas in der Art, wird das nichts. Könnt ihr vielleicht auch hoffen, dass vielleicht... Oh nein. Müssen wir einen anderen Mal machen. Wird wahrscheinlich auch noch was passieren. Ah. Mausi, komm raus! War denn schon wieder Poster? Die haben wir doch erst weggemacht. Na, komm mal her. Aber wir haben die 4. Sehr schön. So, und hier auch nochmal. Ja gut, hier brauchen wir sonst erstmal nichts. Das, was wir noch brauchen, ist wahrscheinlich so ein Kürbis oder sowas, aber wir können den halt auch nicht mit ins Zimmer reinnehmen. Oder eine da war, habe ich halt nicht dran gedacht. War jetzt ungünstig. Also gehen wir jetzt erstmal zurück zum Fahrstuhl. Lüti, du machst deine Sache wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Labor. Ich möchte dir nämlich etwas sagen. Bis gleich. Das, also wenn er mir nur was sagen möchte, dann kann er es halt auch direkt machen. Dann muss ich nicht unbedingt mit ins Labor gehen. Moment. Hier ist ja schon wieder ein neues Bild. Hat man das einfach noch nicht. Oh Luigi, da bist du endlich wieder. Ein alter Mann lässt man doch nicht so lange warten.
Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen, die mir so vorgespielt haben. Aber du warst offensichtlich auch nicht, Frau Luigi, gut so sauge bei deiner Erkundungstour mit den Schreckwegflu immer so viel weg. So viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt. Frag dir also, was du damit anfangen kannst. Tja, eine ganze Menge und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich. Trommelwirbel bitte, hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes an. Was ganz, ganz Besonderes. Professor Igitz Shopping ist jetzt freigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Dort kannst du recht nützliche Items kaufen für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, nur heute ein gratis Geschenk, und zwar einen Goldknochen. Nur zu Luigi, wähle den Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. Möchtest du dieses Produkt kaufen? Du hast einen Goldknochen erhalten. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpäppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf Null sinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dazu müsstest du aber natürlich welche kaufen. Hehe. Stöbere ruhig ein bisschen mit Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Hehe. Oh, jetzt hätte ich es doch beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch was erledigen. Luigi, dreh dich doch mal kurz um. Ich muss was an deinen Schreckwegflu anpassen. Schon erledigt, der Schreckwegflu hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Boohoos im Hotel verstecken. Mit den neuen Funktionen lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das war's erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setz jetzt deine Suche im Hotel fort. Das Shopping-Netzwerk. Zeit für ein Shopping. Da, 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 da. Nachbestellt. Der Boohoo. Naja, gut. Wenn er nachbestellt ist, hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Boohoos enthüllt. Für insgesamt ein Boohoo einsetzbar. Juwelenfinder. Hiermit wird auf der Karte hin, wo ein Juwel versteckt ist. Für insgesamt ein Juwel einsetzbar. Ja, wenn deine Anzahl auf Null sinkt, rette sich der Polterpinscher den Knochen, kassiert er dafür ein. Was war das? Ich bin irgendwie enttäuscht, was dieses Angebot angeht aktuell. Es könnte halt ganzes Stück besser sein. Also das ist... Nee. Das sehe ich mich nicht, also. Warum soll ich das kaufen? So schnell kann's gehen. Du bist anscheinend schon auf den ersten Boohoo gestoßen. Er muss ganz hier in der Nähe sein. Lass mich das genauer erläutern. Wo waren doch gleich meine Notizen? Also Flügis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf Boohoos ausgesendete Pigment. Wenn sich ein Boohoo in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du dich ein Boohoo näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren.
Das war einfach zu verstehen, nicht wahr, Luigi? Starke Vibrationen bedeuten Buhu in der Nähe. Dann los, fang mir reichlich Buhus. Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung anordnen werde. Hier in der Nähe soll ein Buhu sein. In der Waschküche ist wahrscheinlich einer. Hier ist was. Da. So. Ein paar Perlen und eine Waschmaschine. Oh, ich bin Ubu. Tut dir um, dass du mich gefunden hast. Na, komm mal her. Ist irgendwo hier. Hier. Ja, komm mal her. Ich sehe dich zwar nicht, aber irgendwo muss er hier sein. Oder ist das... Moment, ist es besser vielleicht mit ihm zu machen? Hey! Unfair! Wo ist denn versteckt? Leuchte die Umgebung mit der Düsterlampe ab, um sie zu entdecken, ja. Oh. Irgendwie tut er mir jetzt leid.
tut mir halt wirklich schon leid. Dann als Zunge gezogen zu werden, also das muss doch wehtun. Also das ist ein Gefühl, was ich definitiv nicht erleben wollen würde. Diesmal hin. Konzertbereich. Läden, VIP-Zimmer. Und noch ganz gut voran, würde ich sagen. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet. Nur für dich. Ruf einfach den VB auf und wähle Labor, dann bist du nur bei mir. Der Transfer funktioniert auch in andere Richtungen. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Alles ver... das war's fürs Erste. Vergiss bei deiner Erkundung nicht, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Okidoki, bye bye. Das hätten wir früher gebraucht, würde ich sagen. Ja gut. Reicht das nicht einfach? Nein, funktioniert. Doggy! Ja, ich kann ja nicht einfach, so wie du. Kann ja nicht springen. Ich kann nicht springen. Wir gucken erstmal hier. Aber wir müssen da ja lang. Ob wir da lang müssen? Ein Hundi kann das gut und ich? Whoop!
Jetzt. Na komm her. Der hat mich jetzt genug genervt. Das war ein blöder Geist. Da ist noch Platz, oder? Oh. Musiknote. Ah, da war noch Platz. Bisschen. Denk mal nicht dran, dass wir Mäuse nicht einsammeln können. Sondern sie müssen sie erst zerlegen. Die Mondscheinsonate oder sowas, würde ich sagen. Schade. Hier sieht es halt auch so leer aus. Na, komm her. Hallöchen. Vor allem, wer sitzt denn drauf? Moment. Ich kümmere mich mal drum um die Verstopfung. Das nennt man dann wohl einen gekränkten Musiker. Ich würde sagen, ich spüle mal runter den Mist, aber... Das funktioniert hier leider nicht mit runterspülen. Denn auf der anderen Seite jetzt Schönes. Hier können wir andocken. Da hinten können wir lang. Hier können wir, denke ich, mal irgendwie aufmachen. Nein, das ist nicht glatt genug. Komm mal heraus. Verstopfung beseitigt. Natürlich mit Entsorgung. Ja. Jetzt. Komm. Hallo, Buhu. Hello.
Okay, dass ich da reingreifen muss, habe ich auch nicht erwartet. Yay, Musik! Money irgendwie. Moment. Ich habe keine Ahnung von Musik. Bei der Musik bin ich irgendwie raus. War also richtig. Ich habe keine Ahnung wie, aber ja. Es war richtig. Gut. So, zweite Musiknote. Gesundheit. Dieser Dreck hier. Aber das bringt halt auch einen Haufen Geld ein. So, was bin ich? Ja. Lass los! Böses Buhu. Spielt denn da? Ein Toad! Wir retten dich! Da geht's hoch. Bestimmt ein unsichtbarer Geist. Oh. Mit einem Musikbanause, ich weiß. Das Schlachtfeld wird vorbereitet. Bald hat er nichts mehr zum Werfen. Das war der Höhepunkt. So. Ich stehe noch. Yay, Ballerina. Gar nicht meins, aber gut.
Achso. Na, Treffer. Na, komm her. Banshee vertont, tut mir leid. Na. Na komm her. Oh. Aua. Ja, okay, jetzt muss ich es ja auch ein bisschen aufpassen. So, Pumpe. Ja, tut mir leid, aber musste sein. Ich hab nichts gegen die Musik, aber das musste jetzt sein. Na komm her. Na bleib stehen. Verdammt. Next Phase, yay. Geh wieder auf die Bühne und schmeiß Bomben. Damit komme ich besser zurecht. Ja, damit komme ich besser zurecht. Das zum Thema, ich komme damit besser zurecht. Ich habe mich doof angestellt.
So. Aber jetzt. Oh, ich renn auch noch rein. Ich geht doch nicht. Zurück, zurück mit dir. Das Spiel verzeiht halt viel, aber leider. Leider noch nicht alles. Das ist richtig. Jetzt bleibst du hier stehen. Ich hau das schön auf das blöde Klavier. Nein. Nein, nicht gut. Oh. Doggy! Ich hab nicht erwartet, dass wir Doggy brauchen. Na gut, es schadet nicht immer, einen Knochen dabei zu haben. Na, und jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Jetzt kriege ich dich. Der Flügel, ja, der hat sich ein bisschen zu viel gewehrt. Da haben wir noch den Toad. Da haben wir auch noch einen Stern. Schauen wir mal. Du hast einen deiner Freunde gerettet, Luigi.
Die Geräte werden bei mir im Labor am besten aufgehoben. Hier sind sie in Sicherheit. Also bringen den Tod jetzt am besten zum Aufzug. Gut. Dam, 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 da, 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 dam, bam, bam, ba. Seine Schuhe. Die quietschen so schön, die Schuhe. Oh, ich bringe dich jetzt zum Aufzug, mein Kleiner. Moment. Schade. Wann ist sein letztes? Sein letzter Auftritt. Lucia, du hast einen deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele Vermisste sind es denn jetzt noch? Aha, zwei Tode und Prinzessin Peach. Ach, und dein großer Bruder, der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Nun dann viel Glück. Und im Fahrstuhl müssen wir jetzt nun wegen... Naja, wegen was wohl. Wir haben einen neuen Schalter. Einen neuen Fahrstuhlknopf. Oh yeah. Die 6. Spukschloss. Lucia lang, der Arme. Mario. Aber, Labor. Ja. Ja, Shopping. Du hast einen Goldknochen erhalten, okay. Shopvorrat 28. Shopvorrat 5. Ach, da ist Tod da oben. Galerie. Wir haben ja auch ein paar neue Geister. Schlinge. Wüterich. Werfer. Ein Mini-Schlinge. Seltene Geister haben wir noch gar nicht. Bossgeister, willkommen. Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Cousine, Tastentorsten, Ulubu, da haben wir ein paar, die wir noch sammeln müssen.
Juwelen müssen wir ja auch noch ein paar. Da sieht noch ein bisschen, ja, traurig aus. Spezialinhalt. Alben, Kunstsammlung, Alben. Polterpark, 18 Songs insgesamt. Würferturm, 32 Songs. Eigentliches Auswahl, 20 Songs. Ja gut. Kunstsammlung. Runde Stücke insgesamt 4, 9. Müssen wir noch ein bisschen was sammeln, würde ich mal sagen. Spezial-Items. Verbinden. Okay. Teleport.